Dieser Mann hat womöglich verhindert, dass es beim Anschlag von Christchurch noch mehr Tote gab. Abdulaziz war mit seinen 4 Söhnen im Gotteshaus, als der rechtsextreme Attentäter die Linwood-Moschee in der Stadt in Neuseeland angriff, nachdem er zuvor bereits Dutzende Menschen in einer anderen Moschee getötet hatte. Aziz schnappte sich ein Kreditkartenlesegerät als improvisierte Waffe, lief hinaus und warf es nach dem Attentäter. Der schoss auf ihn, doch Aziz versteckte sich zwischen Autos, erzählt er. Dann nahm er eine leere Waffe des Täters auf. Ich habe gerufen, komm, komm, hier bin ich. Ich wollte einfach seine Aufmerksamkeit auf mich lenken, damit er nicht wieder in die Moschee geht. Erst schoss der Attentäter weiter, doch Abdulaziz gab nicht auf. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber als er mich mit einer Waffe in der Hand gesehen hat, hat er seine Waffe runtergenommen und ist gelaufen. Ich habe versucht, ihn zu verfolgen. Ich habe gesehen, wie er in seinem Auto auf der Fahrerseite gesessen hat. Ich war nicht wirklich nah dran, aber ich habe es geschafft, die Waffe auf sein Auto zu werfen. Ich habe die Fensterscheibe eingeworfen und konnte sehen, dass er ein bisschen Angst hatte. Schließlich fuhr der Attentäter davon. Kurze Zeit später wurde er gefasst. Als Held wird Aziz nun oft betitelt, doch als ein solcher sieht sich der 48-jährige Australier, der als Kind aus Afghanistan flüchtete, nicht. Er habe in der Situation keine Zeit gehabt, nachzudenken, erzählt er. Er wollte einfach Leben retten, auch auf die Gefahr hin, dabei selbst zu sterben.